Sowohl Männer als auch Frauen haben ja einen gewissen Dating-Marktwert, dessen Grundlage im Prinzip nichts anderes ist als die Fortpflanzungsfähigkeit / biologische Uhr. Das ist auch allgemein mehr oder weniger so, wie es diese Statistik hier zeigt, anerkannt, auch wenn es für manch einen bestimmt unbequem ist. Und es ist ja auch ein etablierter Fakt, dass Frauen nun mal am leichtesten und am sichersten schwanger um die 20 werden können. Danach nimmt es eben graduell und später dann sogar massiv ab. Männer hingegen sind zwar auch um die 20 rein biologisch am fähigsten, bringen aber in diesem Alter zumeist noch nicht die langfristige Sicherheit auf sozioökonomischer Ebene mit. Diese setzt ja meist erst so ab 30 ein und genau das ist auch der Zeitpunkt, wenn der weibliche SMW rapide absinkt und der männliche plötzlich bis Ende 30 nach oben schießt. Man könnte auch sagen, dass sich Männer ihres eigentlichen Wertes in ihren 20ern noch gar nicht so richtig bewusst sind, während schöne Frauen nun mal in diesem Alter aus dem Vollen schöpfen können und es sich natürlich auch leisten können, ultrawählerisch zu sein. Und dieser Punkt so um die 30 halt, der ist auch irreversibel für Frauen, unabhängig davon, wie sehr sie Karriere machen, wie schlau sie sind oder wie liebreizend ihre Persönlichkeit ist, was natürlich nicht heißt, dass diese Attribute in irgendeinem Alter erheblichen Einfluss auf ihren SMW haben. Wenn du deinen Wert für die Ladies steigern willst, egal wie alt du bist, dann komm in meinen Premium-Bereich, dort gehe ich dann noch viel mehr ins Detail, alles unten verlinkt. Ja, unterscheiden könnte man jetzt noch zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen SMW als Unterkategorie sozusagen. Das ist dann bei Frauen in diesem Modell hier ganz realistisch, wenn es wie gesagt erstmal um den kurzfristigen Wert geht. 80% des Wertes kommen über das Äußere der Frau. Und ich würde sagen, locker 80%. Beim langfristigen Wert sind es dann immer noch knapp 30% das Äußere plus nochmal ca. 30% ihr Alter, wo dann Männer unterbewusst nun mal ihre biologische Uhr im Hinterkopf haben. Und ja, guck hier auch mal auf die anderen Werte, die scheinen mir auch ganz realistisch zu sein. Verschwindend gering ist nämlich hier in jedem Alter, wie angedeutet, Status und Ressourcen, also die Sozioökonomie einer Frau. Bei Männern, da sieht es dann schon gewaltig anders aus. Hier stehen beim kurzfristigen SMW das Aussehen sowie dein Gem, also die Verführerqualitäten, könnte man sagen, im Vordergrund. Status, Ressourcen, Alter und Persönlichkeit sind allesamt drastisch weniger relevant. Beim langfristigen Marktwert oder ändert sich das Ganze dann schon signifikant. Ressourcen, Status und Persönlichkeit, die machen hier den Bärenanteil aus, das Alter logischerweise zu vernachlässigen, weil Männer nun mal bis ins hohe Alter zeugungsfähig sind. Ja, und nach meiner Einschätzung ist auch nichts von all dem wirklich überraschend oder auch diskussionswürdig. Allein die mediale Irreführung könnte man nennen, bei der Frauen unabhängig von Alter und Aussehen nicht selten ein höherer Wert als Männern angedichtet wird und Frauen deshalb ja auch oft glauben, ihnen stünde per se ein Topmann zu. Ich habe es in meinem Video über das gewaltige Dating-Problem von Frauen ja schon angedeutet. Ganz klar aber ist, Frauen bringt es herzlich wenig auf dem Datingmarkt, wenn sie mit archetypisch männlichen Werten zu punkten versuchen. Ja, und warum also bringt uns Männern, ich sag jetzt mal Macho-Verhalten, mehr Attraktivität auf das andere Geschlecht, als es Frauen bringen würde? Ja, der Begriff Macho ist natürlich negativ konnotiert, heißt aber übersetzt einfach nur männlich, mehr erstmal nicht. Wie sollte also männliches Auftreten bei Frauen positiv auf ihre Anziehung auslösen? Das ist ja schon ein Widerspruch in sich selbst. Hier steckt ganz klar der Anspruch auf Eroberung, also auf Siegermentalität dahinter, den Frauen eben belohnen, indem sie sich diesen Männern hingeben. Und deshalb sind Männer auch attraktiver, je mehr Frauen sie hatten, und Frauen unattraktiver, je mehr Männer sie hatten. Für Frauen sind solche Männer ein Sicherheitsfaktor, für Männer sind solche Frauen ein Unsicherheitsfaktor. Männer konkurrieren und Frauen selektieren und je mehr du dich gegen andere durchgesetzt hast,
desto mehr Sicherheit suggeriert das der Frau für eventuellen Nachwuchs. Und genau nach diesem Impuls geht ja auch die Partnerwahl vonstatten. Ob das Frauen nun bewusst ist oder nicht, das kann dir völlig egal sein. Wenn also Frauen mit Männern kopulieren, die fähiger sind und die Konkurrenz aus dem Weg geräumt haben, dann ist das natürlich auch ein Vorteil für die gesamte Gesellschaft. Da sich nämlich metaphysische Eigenschaften auf Folgegenerationen vererben. Dein Kapital, mein Freund, ist also nicht primär dein Äußeres, wie das bei Frauen der Fall ist. Dein Kapital, das sind dein Durchsetzungsvermögen, dein Selbstvertrauen, deine Konkurrenzfähigkeit und deine Machtausübung. Die Natur der Anziehung funktioniert nach den Gesetzen der Höherwertigkeit für den Erhalt des Lebens. Wäre dem nicht so, dann wäre keiner von uns hier. Je schneller du also moderne und befreierische Soziowissenschaften ausblendest, desto schneller wirst du Resultate sehen. Und beschleunigen kannst du den Prozess bei mir im Premium-Bereich.